So, hi ihr Lieben, guten Morgen. Ich grüße euch zu einem neuen Video. Ja, wundert euch nicht, das ist jetzt nicht Foodporn oder irgendwas. Ich habe ein neues Rezept für euch und zwar machen wir heute Bananenbrot, Bananenkuchen, Bananenkarottenkuchen. Der ist sogar vegan. Dazu braucht ihr Karotten, eine Banane. Ich habe jetzt hier Bananen, die müssen weg, deswegen ist es ganz gut. Backpulver, Zimt nach Belieben, eine Kastenform. Dann braucht ihr eigentlich Kokosnussöl, aber ich habe jetzt Rapsöl genommen, weil ich kein Kokosnussöl da habe. Ist auch nicht schlimm. Dann Ahornsirup. Ich habe aber Agavendicksaft, weil mir das Ahornsirup nicht schmeckt. Dann braucht ihr Dinkelvollkornmehl, Mandel, trinkungesüßt, Kokosraspeln und Cashew oder Erdnussmus. Genau. Und das machen wir jetzt zum Brot oder Kuchen. So, als erstes müsst ihr euren Ofen vorheizen. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt müsst ihr als nächstes eure Karotten fein raspeln und die Banane mit der Gabel zerdrücken. Das machen wir jetzt mal. Das ist ein gutes Rezept, wenn einige Sachen weg müssen, dass man dann gute Resteverwertung machen kann, finde ich ganz wichtig. Ich werde auch noch einen anderen Kuchen machen, aber den zeige ich euch dann nicht, weil das ist schon ein altes, bekanntes Rezept. So, als erstes haben wir hier unsere Banane. Die zerdrücken wir jetzt mal mit der Gabel. Ich liebe ja Bananen, weil man soll ja nicht so viel davon am Tag essen. So, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt reiben wir unsere Bananen fein da rein, unsere Bananen, ja genau, unsere Karotten fein da rein. Und mal gucken, dass ihr euch nicht schneidet. Ne? Mal gucken, welche Reibe ich hier benutze. Das haben wir jetzt gemacht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Das ist ganz schön schwer mit der Zeit. Da fällt einem echt der Arm ab. Aber ist okay. So, jetzt müsst ihr von euren Mengenangaben, von dem Mandeltrink und von dem Ahornsirup jeweils 2 Löffel Ahornsirup in eine Schüssel machen und 1 Esslöffel Mandeltrink. Und das müsst ihr dann beiseite stellen. So, und jetzt habt ihr hier euer Dinkelmehl, 150 Gramm. Davon geben wir von den Mandeln, ihr müsst noch gemahlene Mandeln dazu geben, die habe ich vergessen, bis auf so ein bisschen dazu. Dann 115 Milliliter von dem Mandeltrink. Und von den 115 Milliliter macht ihr 2 Esslöffel weg. Den Rest gebt ihr dazu. So. Dann Kokosraspeln. Die Mengenangaben schreibe ich euch natürlich wieder alle in die Infobox. So, dann euer Backpulver. 2 Esslöffel davon. So, wie gesagt, jetzt euer Backpulver.
Dann etwas Zimt, je nach Belieben. Ich bin ja nicht so der Zimtfreund, aber naja, okay. So, ich hoffe, so könnt ihr das besser sehen, genau. Dann noch euer Kokosöl. Wie gesagt, ich habe jetzt Rapsöl, ist aber nicht weiter schlimm. So, und dann macht ihr noch euer Karotten-Bananenmus dazu. Und verrührt das Ganze. Leute, das riecht richtig, richtig gut. Ja, sieht ein bisschen für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig aus. Aber wie gesagt, das riecht erstens mal richtig gut. Geschmacksprobe machen wir gleich. Doch absolut durch die Mandeln und alles keinen Zucker. So. Die Konsistenz ist auch super. Und jetzt müsst ihr das Ganze in eure, wo habe ich sie denn? Kastenform füllen. Die müsst ihr vorher ein bisschen mit Kokosnussöl ausstreichen, damit euch später der Teig nicht hängen bleibt. Das machen wir natürlich auch noch. Manche können jetzt noch ein bisschen Dinkelmehl reingeben, dass das nicht ganz so ist. Mal gucken. Im Rezept steht ausgleiten. Deshalb wir eingleiten. So. Ich denke, das mache ich auch noch ein bisschen. Den Gemehl habe ich übrigens, wie alle anderen Sachen, im DM gekauft. Da gibt es das. So, ich habe das jetzt noch ein bisschen mit Ding gemacht. Jetzt müsst ihr euren Teig da reinmachen. Glatt streichen. Hängt hier das ganze Mehl drin. So. Und dann kommt das Ganze für 45 Minuten in den Ofen. Wie gesagt, Gradzahl und alles schreibe ich euch natürlich wieder unten rein. So, und ich werde jetzt mal hier ein bisschen glas schief machen und dann erkläre ich euch den Guss. So, jetzt gehen wir an den Guss. Ihr habt ja noch euer Mandeldrink und euer... jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein. Euer Kokosnussöl.
Dann macht ihr jetzt eure restlichen Mandeln rein, die ihr vorhin übrig gelassen habt. Und 2 Esslöffel von dem Erdnuss- oder Cashewmus, je nachdem. Das könnt ihr jetzt wieder nicht sehen. So, ist besser. Dann variieren. Könnt ihr noch einen Spritzer Zitronensaft drauf machen, wenn ihr das wollt. So, das wird jetzt in den Kühlschrank gestellt, bis der Kuchen fertig ist. Weil damit wird später der Kuchen bestrichen. Tja. Und jetzt heißt es warten, bis der Kuchen fertig ist. So, ihr Lieben, mein Karotten-Bananenbrot oder Kuchen ist fertig. So sieht das Ganze aus, jetzt wie ein Brot. Jetzt habe ich mir hier meinen Pinsel gerüstet und meinen Guss. Den mache ich jetzt drauf, solange das Ganze noch warm ist. So. Jetzt haben wir alles raus. Und jetzt verstreichen wir das Ganze. Das ist jetzt einfach nur dieses Erdnussmus oder Cashewmus, je nachdem. Ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Kokosnussöl. In meinem Fall jetzt Rapsöl. Und die restlichen Mandeln. Ja, wie gesagt, sieht vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so appetitlich aus, aber es riecht richtig gut. Und ich habe ja den Teig vorhin auch schon probiert. Ich fand, der hat echt gut geschmeckt. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt noch ein paar Mandeln oder Kokosflocken einfach so oben drüber streiche oder ja, drüber rieseln lasse. Ja. Werde ich jetzt auch machen. Bisschen Kokosnuss und ein bisschen Mandeln. So. Genau. Und jetzt machen wir mal noch den Live-Test. Schneiden das Ganze mal auf. So. Wie das Ganze innen drin aus. Mmh, seht ihr, wie das noch duftet? Mmh, kann euch sagen, schmeckt wunderbar. Ja, genau. So, ihr Lieben, das war mein kleines, aber feines Rezept. Mein Karotten-Bananenbrot. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr Lust habt. Alle Angaben schreibe ich natürlich unten wieder in die Infobox. Und viel Spaß beim Nachbacken und ich wünsche euch jetzt guten Hunger. Mmh.